Aber so Huskies sind eigentlich schon ganz schön. Hat dich Bryn aufgemuntert? Er mag etwas unantastbar wirken, niemals. aber er hat einen großartigen Humor und wählt immer die richtigen Worte. Als ich jung war, hat er. Du bist noch jung, würde ich sagen, oder? Guck dich an. Hat er. Was war das? Hast du gerade auch einen Schlachthorn gehört? Ich glaube, damit werden die blutroten Klingen gerufen. Geh schnell zum Söldneraußenposten. Etwas muss passiert sein. Oh, danke. Wenigstens muss ich dich jetzt nicht mehr sprechen. Schnell weg von dir und wir sind schon Level 9. Kehre zurück zum Söldneraußenposten und finde heraus, was passiert ist. Ich gehe aber erstmal zum Gemischtwarenladen, denn irgendwas gibt's noch da bei guten Klodeck abzuschließen oder zu holen. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht bei einem anderen aus dem Gemischtwarenladen. Nein, bei Klodeck. Ah, welch wunderbarer Tag. Ach nein. Ah, welch wunderbarer Tag. Die ist ja heißer, ne? Du siehst glücklich aus. Bringst du gute Neuigkeiten? Klonek liebt Fashion? Wie, hä? Was? Fashion? Ist das irgendein Typ hier? Klonek quiekt vor Glück. Wir bekommen eine Lieferung. Ach nein. Wir bekommen eine Lieferung aus Rochester nächste Woche. Dann kann ich endlich exquisite Handarbeit von Rochester schneidern. Ach, Fashion, nicht Fashion, Fashion soll das heißen. Na da. Von Rochester schneidern untersuchen. Dieses kunstvolle Handwerk in jedem Stich. Claudex seufzt. In Colhern denken die Leute nicht mal an Mode. Denken die Leute nicht mal an Mode? So, man muss es eigentlich betont sein. Natürlich. Ich weiß, da draußen wütet gerade eine große Schlacht. Aber Schönheit gibt dem ganzen Leben doch erst Sinn. Klodek betrachtet dich für einen Moment. Ich habe eine Idee. Wir kleiden dich rosa ein und dann kannst du auf die nächste Modenschau gehen, auf dem Laufsteg alles abräumen. Ja! Bring mir etwas Gnollleder und ich mache dir den töftigsten rosa Anzug, den du je gesehen hast. Nein, den schönsten Hut überhaupt. Ich kenne da etwas, das nennt sich schreiender Gnollhelm. Aha. Vertraue mir, etwas Mode wird die Leute schon aufheitern. Also? Klar, was soll ich dir bringen? Gnollmode-Freak haben wir jetzt entdeckt, den Titel. Wir gucken gleich mal, was wir da überhaupt holen sollen jetzt. Ich weiß es nicht so genau. Nein, da nicht. Hier bei M. Nebenstory. Wir sehen schon, wir haben jetzt ganz viele Nebenstory, Ausrüstungsstory, Skillstory. Oh, hier gibt's. Aha, müssen wir gleich mal gucken gehen, wo es das gibt. Jetzt gibt's ganz viele Quests, 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 nicht wahr? Hier, Claudia liebt Fashion. Liebt Fashion. Lass deinen Schreiner Gnollhelm herstellen und zeige ihn Claudia. Achso, da muss ich mal hier drin gucken, was ich dazu brauche, wahrscheinlich. Ah, welch wunderschöner Tag. Ja. Hallo, wie geht's? Craft. Hier, der Schreiner Gnollhelm. Ich bin nicht so gut wie Thief, aber dicht dran. Schreiner Gnollhelm? Ja, sieht ganz nett aus. Stoff und weißes Gnollleder, die zerbrochenen Pfeile haben wir. Gut. Dann müssen wir mal nach Stoff und weißem Gnollleder Ausschau halten, würde ich sagen. Im Magielabor gibt's schon wieder irgendwas. Ich gehe da erst hin, wenn ich alle Nebenquests aufgenommen habe. Oh, ich bin hier falsch. Gegen die Tür hätte ich noch lange laufen können. Oh, du bist es. Wundervoll. Story? Gibt's schon wieder was? Seelenrelikte. Schon wieder was Neues, Mensch. Weißt du etwas über Seelenrelikte? Seelenrelikte sind ähnlich den Erdkristallen, obwohl selbst du in der Lage sein solltest, sie zu unterscheiden. Ah, du hast ein Seelenrelikt für mich. Erdkristalle und Seelenrelikte sind recht ähnlich, aber nicht gleich. Erdkristalle sind die Überreste von Mana, während Seelenrelikte die Überreste von einer Seele sind. Überraschung. Wenn du mir einige Seelenrelikte bringst, werde ich dich dafür gut entlohnen. Und noch ein Titel, den wir entdeckt haben, Anfänger Seelenforscher. Ja, die ganzen Titel, die wir hier entdecken. Und das heißt, wir haben Massen an Nebenquests. Ich werde aber nicht gezielt die Dinger erfüllen,
denke ich mal, sondern ich werde die so nebenbei, wenn wir was zusammenkriegen, dann haben wir halt was zusammen. Und ansonsten werde ich irgendwann mal, wenn ihr nicht mit dabei seid, wenn ihr nicht hinguckt, das zusammensammeln, mal schauen, wie es so aussieht. Aber erstmal hinten Außenposten. Sollten Außenposten. Die blutroten Klingen scheinen sich auf einen Kampf vorzubereiten. Aiden, komplett ausgerüstet, brüllt den Söldnern Befehle zu. Shankard, führe einen Trupp in die westlichen Ruinen. Selbrim, bewache das Stadttor und mach dich bereit. Merrick, ist Merrick schon auf? Ja, mein Herr. Ich bin eben eingetroffen. Ach, er ist ja schon da, nicht auf. Natürlich schläft er nicht so lange. Quatsch, ich ja einen Scheiß. Ich denke, die königliche Armee ist auf dem Weg in die gefährlichen Ruinen. Nimm zwei Truppen mit und untersuche das. Ja, Herr. Sarah, bleib beim Söldner Außenposten und berichte mir von jeglicher Information, die wir erhalten. Ja, Hauptmann. Exzellent. Rudra ist auch hier. Ich habe eine Aufgabe für dich, Rudra. Du musst die gefährlichen Ruinen ausspähen. Es ist unerlässlich, dass du vor jedem anderen dort eintriffst. Wenn die Gnolle eine königliche Armee als Feind sehen, dann wird das einen massiven Kampf hervorrufen. Hast du verstanden? Natürlich. Hey, Neuling. Komm kurz her, bevor du dich auf den Weg machst. Das von vorn tut mir leid. Rüste das hier aus, bevor du gehst. Danke. Schön. Und sei vorsichtig da draußen. Schmettern 1000 Nadeln, das klingt gut. Nimm das hier ebenfalls mit dem Skill Schmettern 1000 Nadeln. Skill, schon wieder Skill? Einmal zu viel, würde ich sagen, oder? Kannst du normale Attacken ausführen, bis deine Ausdauer leer ist und dann kannst du die Gegner mit einer Schmetterattacke erledigen. Je mehr normale Angriffe du nutzt, umso mächtiger wird dein Schmetterangriff. Vergiss nicht, diesen Skill zu lernen, bevor du gehst. Alles klar, los geht's. Zur entscheidenden Schlacht. Und die Story Verdächtige Bewegungen haben wir abgeschlossen. Ja, das könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr wollt. Bla, ihr seht's alles. Gefechtspunkte, zack, falls es jemanden interessiert. Und dann schauen wir mal, was es hier noch so an Quests gibt. Du gehst vor. Wir machen uns auf den Weg, sobald wir noch ein paar Vorbereitungen abgeschlossen haben. Gut, bei ihm gibt's nichts mehr. Aber bei Sarah müsste es noch was geben. Willkommen! XE-Move, das klingt merkwürdig. Hallo! Wie gefällt es dir, Söldner zu sein? Ich schätze, es ist nicht einfach für dich, da du es zum ersten Mal machst. Aber ich kenne dich, Rudra, echt? Du wirst es schaffen. Woher kennst du mich? Kann ich das mal so erfragen? Hehe, denn du warst seit dem ersten Tag anders als die anderen. Wie auch immer, der Grund, aus dem ich dich heute rief, ist, weil ich dir einen neuen Skill beibringen möchte. Dieser Skill ist sehr hilfreich. XE-Move-Skill, sagen wir mal, weil es ist ja alles Englisch, ne? Du kannst diese Skill nutzen, indem du normale Angriffs- oder Schmettertaste drückst. Die normale, okay. Dieser Skill hat keine hohe Attackkraft, Angriffskraft, aber... Dieser Skill wird in gefährlichen Situationen nützlich sein, weil du damit blitzartig nahe Gegner wegstoßen kannst. Nutze ihn, wenn du von Feinden umzingelt bist oder wenn du dich überrascht fühlst. An diesem Skill verbraucht mit Einsatz viele HP. Was? Ja, also wir verbrauchen viele HP mit dem Einsatz. Okay. HP? Das ist doof. Setze ihn nicht ein, wenn du kaum HP hast. Ja, ich will mich ja nicht selber töten, ist klar. Es wäre auch schlau zu überlegen, wie viel HP du dir noch bleibt, nachdem du den Skill eingesetzt hast. Klugscheißerin. Ich werde dir nur jetzt solch einen Skill beibringen. Nutze von jetzt an dein Skillfenster, um neue Skills zu lernen. Natürlich, natürlich. Sicher, Dicker. Und bei Gallagher schauen wir auch noch vorbei. Du fragst Gallagher, ob er etwas über den mysteriösen Mann beim Magielabor weiß. Ich weiß alles. Aber Informationen haben ihren Preis. Ein glitzernder Ring im Gemischtwarenladen fiel mir ins Auge. Bring ihn zu mir und ich sage dir seinen Namen. So, Merrick hat immer noch nichts für uns, oder? Doch, Story, gibt's da noch was? Oh, hier gibt's sogar sehr viel. Veteranenausrüstung.
Ich denke, du bist bereit für eine bessere Rüstung. Aber wir haben kaum noch etwas da wegen diesem verfluchten Krieg gegen die Fomori. Der Priesterhof verspricht uns, dass der Weg ins Paradies, bekannt als Arryn, sich uns eröffnen wird, sobald wir die Fomori ausgelöscht haben. Das kann noch eine Weile dauern, denke ich. Deswegen kämpfen und kämpfen wir ohne Ende. Aber wer weiß, ob das Versprechen überhaupt wahr ist. Das Verbrechen ist bestimmt auch wahr, ja. Der Punkt jedenfalls ist, du musst dir deine Rüstung selbst besorgen. Erfülle weiterhin die Aufgaben, die dir zugeteilt werden. Und irgendwann hast du das gesamte Veteranenset zusammen. Schön. Das kennen wir schon, ja, ja. Story, wie haben wir noch mehr? Blutrote Klingen-Set. Neue Klingen erhalten einen blutrote Klingenhelm, wenn sie das erste Mal beitreten. Es ist nicht der attraktivste Helm, aber da du bereits einen Teil des Sets trägst, kannst du auch gleich den Rest sammeln. Du erhältst Set-Boni, wenn du ganze Sets ausrüstest. Ich erzähle dir auch etwas über den Hintergrund des Sets, wenn du alles ausrüstest. Danke. Titel entdeckt, Söldner der blutroten Klingen, supi. Und jetzt ist noch eins offen, wenn ich mich nicht irre. Story. Achso, was? Hier gibt's noch was? Merrick lacht. Jetzt siehst du wie ein wahrer Söldner aus. Ich hab den noch gar nicht angelegt. Egal. Um die Wahrheit zu sagen, ich habe den blutrote Klingenhelm konstruiert. Ich stelle Funktionalität über Aussehen. Aber ich denke, es sieht trotzdem gut aus. Aber niemand sonst scheint dem zuzustimmen. Schauen wir mal. Erstmal die Hose, Veteranengewand Hose. Legen wir mal hier hoch. Wir können doch hier ordnen. So. Das ist doch schon viel angenehmer. Haben wir einen Helm? Sieht irgendwie nicht so aus. Hm. Komisch. Gut, und jetzt noch bei Story, die Standausdauer der Skill. Rudra, ich muss mit dir sprechen. Meine Klinge sollte niemals Schwäche zeigen, doch deine Beine sehen so verletzbar aus. Stelle ein paar leichte Kettenhose oder Nordpikenhose her. Ich werde dir einen Skill beibringen, der deine Beinarbeit verbessert. Schlecht übersetzt, möchte ich mal so anmerken an dieser Stelle. Ein paar Hose ist natürlich falsch, es ist eine Hose. Aber weil es im Englischen nun mal die Mehrzahl ist, also Trousers, würde es dann wahrscheinlich a pair of trousers oder sowas sein, nehme ich mal so an. Und das hat man einfach ins Deutsche übertragen, das kommt davon, wenn man nicht ordentlich übersetzt. So, jetzt haben wir hier alle Quests zusammen, ich will noch mal kurz gucken, dass wir auch alles ausgerüstet haben, was geht. Ja, ansonsten haben wir nichts außer den Sachen hier oben, aber wir können mal gucken, ob wir noch irgendwas craften können vielleicht. Obwohl, nee, scheiß drauf, wir machen einfach los. Können wir dann noch gucken. Ab zum Hafen. Wir sind jetzt schön hier mit schwarzen Haaren, Ebenholz, schwarzem Haar und schwarzem Gewand gekleidet und schwarze Hose auch noch dazu. Ist ja 1A, das ist modisch perfekt, würde ich sagen. So, dann mal Wind durch die Ruinen, ist das jetzt richtig? Ja, Wind durch die Ruinen ist richtig. Und Freunde, was ist Freunde? Egal. Wir gehen weiter chronologisch vor. Gewinne innerhalb von 20 Minuten, sollte machbar sein. Gewinne mit 3 oder weniger Spielern, ja, dann machen wir das doch, weil wir sowieso alleine spielen. Saison von Macher, Schwierigkeit höher. Könnte ich vielleicht später mal so zum Spaß machen, so hart und alleine, wie immer. Und dann geht's schon los. Auf wieder mal zu den Ruinen und mal schauen, was uns diesmal erwartet. Ich muss wieder mal was trinken, weil meine Stimme schon kräftig am Kratzen ist. Hier legen wir direkt los. Winke, winke! Und damit auf in die gefährlichen Ruinen.